Moin Leute! Ich will das sagen, ich sehe halt so scheiße aus, weil ich eine Wette verloren habe, aber ich sehe wirklich so scheiße aus. Nein. Herzlich willkommen zu Star Wars Jedi Fallen Order. Heute auch mit dem richtigen T-Shirt tatsächlich. Und wir schauen jetzt mal, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen da rüber irgendwo. Ah ja, genau. Weil wir natürlich gekommen sind. Höh! Schauen wir schon mal. Check this out. So, da sind wir durchgelaufen. Ich muss mal ganz kurz. Ja. Okay. Da sind wir hergekommen, oder? Ja. Okay, dann schauen wir mal. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Oh, was so? Oh, Scheiße. Ich bin gerade leicht mal voll mit der Situation. Wertlos. Das werden Sie bereuen. Ist das laut? Oh, ich muss jetzt erstmal leiser machen. Ich habe ein neues System ausprobiert, dass man jetzt auch ein Ding ausmachen kann und da sind noch nicht alle Sachen eingestellt richtig. Ja, das macht auch zu laut sein. Ich glaube, ich bin fertig. Na los, hol wir ihn uns! Alles klar! Oh, shit. Treff ihn endlich! Hold auf! Wir müssen das hier nicht mehr versuchen! Beeilung, packt ihn! So. Wer hat noch, wer will noch was? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Also, bereit machen! Jedi! Wir haben zu wenig Feuerkraft für den Rumpf! Wir sind dabei! Katzi! Ah! Alle mal zuhören! Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren, Freunde. Familie an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren für die Sache! Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Karl, ich bin Mari Kosan. Und das ist Commander Choysek. Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choysek sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen.
Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Ja, für die Sache. Ich finde die Wookie-Szene in diesem Ding echt mega scheiße aus. Aber ist auch in Gefangenschaft. Er gehörte zu Tafuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Seine Rettung war für Taful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Joystick hilft dir, Taful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viel unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. Was ist das? So ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer wie Saw. Selbst wenn es euch das Leben kostet? Jemand muss das Imperium bekämpfen. Bewegt sich nicht mal. Warum nicht wir? Finde ich gut. Dann haben wir was gemeinsam. Gute Reise, Kerl. Okay, was haben wir hier drüben noch? Sie schaffen es. Sekunde. Ach Mensch. Jetzt haben wir was freigeschaltet. Gut. Wie viele waren's? 20, glaube ich. Bei mir 14. Dann musst du aufholen. Das werde ich. Je länger ich lebe, desto mehr Imps kann ich ausschalten. Rache für die Zerstörung deiner Heimat. Unsere Heimat. Wir sitzen im selben Boot. Dieselbe Sache. Eine Familie. Was deine erlitt, erlitt auch meine. Oh, ist das süß. Ein Kanonenboot. Oh mein Gott. Liebe. Ehre. Geschafft. Aber es war extrem knapp. Ehre. Ohne dich wird es schwieriger. Ich weiß. Aber ich kann die Mission nicht abbrechen. Das verstehe ich. Ich habe Infos, die dir helfen können. Vor kurzem haben meine Leute ein verlassenes Wookie-Dorf durchsucht. Nichts von Taful. Aber die sicherste Route in die Schattenlande führt durch die Raffinerie. Ein eingebauter Fluchtplan für alle Fälle. Du begreifst schnell. Wenn du bereit für die Suche bist, ist das der Weg. Kann ich dich einsteigen? Ich! Ihr kämpft schon so lange. Nein, ich will in das Kanonenboot rein. Hat euch der Krieg was gelehrt? Nein. Tragödien vereinen Menschen. Alles, was das Imperium uns nimmt, macht uns nur stärker. Ungerechtigkeit bewegt andere, sich uns anzuschließen. Halten wir zusammen, können wir siegen. So wie heute. Danke. Okay, wo ist mir jetzt lang? Was ist das denn so aus? Muss ich jetzt echt zurücklaufen? Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Sephograph finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Denkst du, Star und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv, was? Hey, danke. Ach, für alles. Noch? Sah die Kanonenbrüder schon die ganze Zeit, aber ich hab's noch nicht gerallt. Ich will mal ganz kurz was schauen, wir werden gerade hier. So, sorry. Alles okay? Gerade kam eine verschlüsselte Nachricht rein. Ja. Ich brauche eine Sekunde. Einfach gehen. Einfach weggehen. So, Leute. Hey, Seer. Gut. Du bist unversehrt zurück. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tafel nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Er sagt nichts. Mario und Schausek schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tafel nicht. Aber du hast Leben gerettet. Danke. Vergiss das nicht. Danke.
Gib einfach Bescheid, wenn es losgehen soll. Ja, mach ich. So. Lass mal die Samen da einpflanzen. Genau. Neue Samen gepflanzt. Okay, noch mehr Samen pflanzen. Okay. Können wir jetzt eigentlich, müssen wir jetzt eigentlich los? Wo müssen wir denn als nächstes hin? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Bist du bereit? Wir sind doch jetzt auf Kashyyyk. Was ist das da drüben? Sepho. Hauptziel. Hä? Ich stehe gerade nicht so ganz. So, wo müssen wir jetzt hin? Hauptziel hier. Hä? Wohin jetzt, Kerl? Ja, zurück nach Sepho, wie es ausschaut. Das ist auf jeden Fall was unerkundet. Zurück nach Sepho, hä? Das Imperium fand vielleicht ein Sepho-Grab. Uns bleibt keine Zeit. Achso, deswegen müssen wir zurück. Einer von Dorfkämpfern sprach von einem wichtigen Spiel. Ein paar Credits würden uns nicht schaden. Glücksspiel? Denken Sie nach, Grease. Irgendwann wird diese Haxi und Brot sie doch noch erwischen. Diese Typen? Die höre ich aus einem Parsec Entfernung. Das fehlte noch, dass diese Spielsucht uns in Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt. Stimmt ja. Sie haben recht. Ich will nur hin und wieder etwas Stress abbauen. Verstehen Sie? Ja, hin und wieder. Aber das liegt alles hinter mir. Es ist sicher kein Problem. Die reden jetzt so viel. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Ja, ist ja gut. Okay, let's go. Sepho. So, bevor wir dann jetzt da reinstarten, würde ich sagen, werden wir kurz einen Zwischenstopp machen. Immer noch da. So, wir machen einen kurzen Zwischenstopp. Ich mache kurz eine Pause. Mache jetzt gleich weiter. Ich werde Tools ein bisschen vorproduzieren für die nächsten Tage, damit ich jetzt nicht immer so viel machen muss. Und nächste Woche kommt dann das nächste Video, das ich machen kann. Seht ihr? Ich denke mit. Wir sehen uns gleich wieder. Ihr seht es jetzt am Freitag diese Woche. Und das nächste kommt dann nächste Woche Freitag. Also, ich wünsche euch was. Macht's gut. Auf jeden Fall nicht vergessen, Daumen da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und einen Kommentar da lassen. Habe ich euch schon gesagt. Wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, auch reinschreiben. Macht's gut, bis dann.